Hallöchen Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Arcanum. Wir machen hier weiter. Wir haben in der ersten Folge die Charaktererstellung durchgegangen. Die war wirklich nicht einfach gewesen. 35 Minuten, 35 Sekunden, sagt mir DX Story, ist die Datei groß. Mit der Stoppuhr stimmt es in etwa überein mit der Zeit. Ich konnte mir das jetzt nicht angucken, weil ich konnte die nicht raustappen oder ähnliches. Deswegen, ich gehe jetzt mal davon aus, es hat funktioniert. Ansonsten biege ich das irgendwie hin. So. Ja, wir haben gerade mit dem alten Mann in der Story gesprochen. Ich kann mich an diese Story schon gar nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich habe ich sie damals einfach mal überskippt. Und ja, wir sprechen hier gerade mit... Okay, der Name hat er noch nicht gesagt. Wovon redet ihr eigentlich bei den Göttern, guter Mann? Ich bin hier fast umgekommen. Habt ihr den Abschluss nicht gesehen? Ihr könnt ja sprechen. Ich meine, na klar könnt ihr sprechen. Bin ich eigentlich total verblödet? Warte, was habt ihr gesagt? Vielleicht sollte ich das alles niederschreiben. Aber ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin total ratlos und weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, ihr seid es. Natürlich seid ihr es. Ich meine, ihr wisst, wer ihr seid, ja? Natürlich wisst ihr das. Was ist das nur für eine hirnverbrannte, gedankenlose Frage an einen, wie bezeichnet ihr euch eigentlich selbst? Ja, jetzt kann man, also alles, was man hier an Dialogen wählt, hat Einfluss auf das, was die Person von euch denkt. Habe ich mich klar ausgedrückt, euer Papa ist nicht zu verstehen. Da würde er halt, hier seht ihr, Reaktion 61 höflich. Wenn ich das jetzt drücken würde, würde er angepisst sein. Bitte, Sire, beruhigt euch und wiederholt doch einmal, was ihr mir sagen wolltet. Bitte verzeiht mir. Ich bringe das alles total durcheinander. Ich heiße Virgils hier. Ich bin erst vor kurzem zum Panari-Glauben, eurer Religion gekommen. Und ich, oh, wartet. Ich, weihe hiermit, vertraue mein Leben dem Lebendigen an. Ich, Virgil, bin euch zu Diensten hier. Gut. Virgil, bitte, ihr müsst das schon genauer erklären. Ja, ja, natürlich. Wisst ihr, ihr seid er. Ich meine, die Reinkarnation von dem, wie war doch gleich sein Name? Ich bringe mal alles durcheinander und verwechsle ihn mit dem anderen Burschen. Dem Bösen. Ihr, naja, ihr wisst doch selbst, dass sich diese alten Elfennamen alle gleich anhören. Ich fürchte, ich habe das immer noch nicht verstanden, mein Bester. Ja, ich verstehe. Gebt mir bitte einen Moment Zeit zum Nachdenken. Wisst ihr, die Panari, das ist die Religion, die sich um seine Verkündungen, ich meine, eure Verkündung, ach, vergesst es einfach. Fangen wir am besten am Anfang an. Oder an diesem Anfang. Schließlich ist davor noch eine ganze Menge mehr passiert. Ihr seid die Reinkarnation eines mächtigen Elfs, den die Panari verehren und dessen Name, Ja? Genau, ja, der Name, ich hab's gleich. Er liegt mir auf der Zunge. Wie steht es in der Schrift? Der Lebendige wird wieder leben auf feurigen Flügeln. Nein, wartet, ich glaube, es heißt, wiedergeboren auf feurigen Flügeln. Oh, Tod und Teufel! Warum müssen Elfen immer so verdammt kryptisch sein? Steht in den Schrift noch etwas über einen sterbenden Zwerg und seinen Ring? Von einem Ring weiß ich nichts. Aber dieses Zeug über den Bösen, der zurückkehrt... Wie ich schon sagte, ich weiß nicht besonders viel über die Panari-Prophezeiung. Aber ich glaube, dass ihr zurückkommen solltet, um gegen irgendeinen Bösewicht zu kämpfen. Verdammt nochmal, warum weiß ich nicht mehr über... Wenn es für euch so verwirrend ist, könnt ihr euch vorstellen, wie es mir dabei geht. Ich wünschte, ich könnte eurer Verwirrung abhelfen. Aber ich gehöre erst seit kurzem der Panari-Religion an. Ich muss euch mit meinem Mentor Prior Joachim bekannt machen. Er kann eure Fragen beantworten. Er lebt in Nebelbergen, einer Stadt am Fuß dieses Gebirges. Na gut, sprechen wir mit diesem Prior Joachim, um das Ganze zu klären. Der Weg in Richtung Nebelbergen liegt südöstlich von hier. Auf dem Weg dorthin machen wir beim Panari-Schrein halt. Vielleicht bringt das etwas Licht in die Sache. Bevor wir gehen, sollten wir allerdings nachsehen, ob es noch andere Überlebende gibt. Was meint ihr? Einverstanden. So, jetzt haben wir theoretisch Virgil als... Geh weg. Hier oben haben wir unseren... Ne, haben wir ihn als Mate dabei. Er kann uns heilen. Wie war es mit einem Geschäft? Er kann uns theoretisch etwas verkaufen. Jetzt haben wir hier sein Gewand. Ich kann ihn halt nackig machen, weil er theoretisch mein Mate ist. Weißt du? Er macht halt nichts. Er gehört zu mir, deswegen kann ich ihn, ja, an- und ausziehen, wie ich möchte. Ich könnte mich wohl heilen, also er kann uns halt wirklich heilen. Ich verstehe mich. So, wir können auch Leichen durchsuchen. Hier haben wir zum Beispiel, der Pass ist für einen Mann namens Preston Radcliffe bestimmt. Der muss noch die Streichhölzer mit, wir können ja auch alles hier rüberpacken. Und sein Inventar ist leer gerade, hier haben wir noch Weihen.
Boah, Gott, oh Gott, ich muss... So, mit den Pfeiltasten kann man so ein bisschen die Karten steuern. Die hat nichts, der müsste eigentlich... wo ist er? Hier haben wir noch eine Kiste. Stahl haben wir ja auch noch. Da haben wir Monroes Putzmittel, kleine Metallröhre, Eisenerz, edler Griff und Scheide und kleine Sprungfeder. Nehmen wir alles mit. Ich kann das Stahl aber interessanterweise nicht mitnehmen. Ich glaube, dafür müsste ich die Fabrikabfälle wegsprengen, damit ich an dieses Ding rankommen könnte. Irrelevant. Ja, ach, Glühfäden waren das. Glühfäden, das ist Batterie, ist schon richtig gewesen. Hier ist der Glühfaden. Ne, jetzt ist was anderes. So, der Typ ist noch wichtig. Isaac Zapruder, der hat nämlich eine Kamera dabei. Die Kamera scheint durch den Abschluss beschädigt zu sein. Thermometer und, ja, Kamera. Die wird auf jeden Fall viel später noch relevant werden. Ja, Kirch können wir in alle Leichen looten, wenn man Bock hätte. Gucken, was die alles so dabei haben. Wir haben nochmal einen Glühfaden und hier hat gerade schon den ersten Gegner gesehen. Hier haben wir zum Beispiel einen kleinen Eber. Ich habe den Revolver angelegt. Ich kann jetzt theoretisch mich in eine Kampfposition bringen und das Ding abschießen. Tot. So, ich habe nur noch 42 Kugeln, so viele sind es nicht mehr. Und hier unten seht ihr übrigens unsere Erfahrungsleiste. Jedes Mal, wenn ich einen Gegner angreife, bekomme ich Erfahrung. Das ist dieser kleine orange Balken hier unten. Und ich muss 10 von diesen roten Dingern füllen. Dann habe ich ein Level Up. Und fürs Level Up kriegt man nochmal, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte man da mal kriegt. So, nehmen wir mal das mit. Theoretisch können wir Virgil gegen den kämpfen lassen. Ja, ihr seht, noch verkacke ich hier sehr viel, einfach weil die Geschicklichkeit nicht hoch genug ist. Und ihr seht, es wird schon Abend. Hier haben wir Blumen. Hier haben wir noch einen Glühfaden. Aber man kann nicht allzu weit weg vom Charakter. Mit dem rumgucken. Okay. Wir können hier erstmal nicht weitermachen, weil ich Kugeln brauche. Ach, geh weg hier. Man kann diese Meldungen auch irgendwo wegmachen. Okay. Da ich Kugeln brauche, 37 habe ich noch, das ist nicht sehr viel, müssen wir uns hier erst einmal wegbewegen. Erstmal zum Beispiel den Elf, der gestorben ist. Hier haben wir noch ein bisschen Geld, 17 Stück. Oder 17 Münzen. Theoretisch kann man hier alle abgrasen, wir kommen auf jeden Fall später hier nochmal her, wenn ich mehr Münzen habe. Irgendwo gibt es hier nämlich noch kleine Goblins, magische Goblins. Die halt noch einen kleinen Schatz beherbergen, was wir erstmal machen müssen. Ist abhauen. Hier oben haben wir übrigens unser Charaktermenü. Da können wir unsere Punkte jeweils halt nochmal nachgucken und kann man die wieder... Ne, kann man nicht. Kann man nicht wieder zurücknehmen. Die Ding, handgearbeitete Schloss, ich kann zum Beispiel... Ich gehe mal oben auf mein Logbuch. Ah, fuck. Auseinandergenommen. Und das macht das Scharfschützengewehr später mit Vorliebe. Du kannst auf unheimlicher Reichweite, kannst du den Gegner sowas von easy killen. So, das Logbuch. Hier steht jeder Tag, wirklich jeder Tag und jeder Eintrag steht hier drin. Wir haben den 1. Januar 1885, 15 Uhr. Es scheint, als hätte ich den Absturz der IFS-Zephyr überlebt. Der Zeppelin war aus heiterem Himmel von merkwürdigen Flugmaschinen angegriffen worden. In all den Trümmern fand ich einen im Sterben liegenden Gnomen, der mir einen Siegelring gab und mich anflehte, den Jungen zu finden, der mir gehörte. Er warnte mich auch vor etwas, das fast schon hier sei. Außerdem sagte er, dass er entkommen sei. Ich habe allerdings keine Ahnung, vor wem oder was er geflohen war. 15.32 Uhr. Nachdem ich mich aus dem Wrack des abgeschützten Zeppelins befreit hatte, näherte sich mir ein Mönch der Panari-Religion. Er scheint der Meinung zu sein, dass ich der Lebendige sei. Es handelt sich dabei wohl um die Reinkarnation einer ihrer Gottheiten. Das ist zum Beispiel ein Gerücht. Die haben die Quest, finde etwas über die Herkunft des seltsamen Ringes heraus. Sie haben die Geruf, also wenn wir bestimmte Städte von Banditen befreien oder halt bestimmte Städte überfallen im Auftrag von Banditen, wird das alles hier reingeschrieben. Segnungen und Flüche. Es gibt später... hier gibt es wirklich Flüche und so weiter. Es gibt, wenn wir jetzt einem Geist zum Beispiel Quests erfüllen, kriegen wir eine Segnung. Sollten wir den allerdings bescheißen oder ähnliches, werden wir verflucht. Segnung kann sein, Stärke dazu, Geschicklichkeit dazu, Fluch kann sein, das gleiche in Abziehen. So, hier haben wir einen besiegt und verletzt Reiter. Wir haben insgesamt 3 Gegner besiegt. Am mächtigsten ist der kleine Ebler gewesen, am schwächsten der räudige Wolf. Am besten, am bösesten, meiste Magie, meiste Technologie. Besiegt und verletzt, Verletzungsgeschichte, behandelte Verletzungen sind durchgestrichen. Das ist das, was ich vorhin meinte, wenn man ungeschickt ist und sich selber verletzt. Das ist bei der Waffe, kann es durchaus auch der Fall sein, dass man sich eine Narbe zuzieht. Und dann halt hässlicher wird. Und man kann bei bestimmten Ärzten, die wirklich hohe Fähigkeiten haben im Narben behandeln, kann man sich die behandeln lassen, dann wird das halt wieder
ja, negiert sozusagen und steht da, behandelte Verletzungen sind durchgestrichen. Hintergrund. Das ist das, was am Anfang, ich weiß nicht, ob hier noch mehr dazu kommt, wahrscheinlich schon. Und am Schlüsselring, es gibt später die Möglichkeit, später habt ihr ganz verschiedene Schlüssel in eurem Inventar und da gibt es die Möglichkeit, einen Schlüsselring zu kaufen. Der ist wertvoll, den gibt es nicht überall, da muss man echt suchen nach dem Teil am Anfang. Und da steht dann hier dran, was für Schlüssel alles an dem Schlüsselring dran sind. Es gibt ja noch das Inventar, das mache ich immer wieder auf und zu, weil ich weiß immer nicht, welche Taste ich drücken muss, um... Okay, ich kann, wenn ich auf den hier oben rauf drücke, dann komme ich auch runter. Gut, genau, das wollte ich noch machen. Ne, nicht das, sondern... Wo war das gewesen? Charakter hier. Nee. Ich suche gerade, wo ich... Ah, hier unten. Hier unten konnte man das machen. Anleitungen. Ihr seht hier einmal Fertigkeiten, welche Fertigkeiten man hat. Schleichen kann man theoretisch hier... Nee, kann man nicht. Hier kann man dann theoretisch schleichen. Und man kann es auch wieder aufheben, wenn man hier rauf drückt, glaube ich. Nee, doch nicht. Okay, rechtsklick. Taschendiebstahl kann man dann jemanden beklauen. Fallen entschärfen. Kann man versuchen, das zumindest zu machen. Und reparieren. Und die letzten beiden Fähigkeiten, die gedrückt wurden, sind hier unten immer da. Dann gibt es später noch Magie. Das sind die 16 Skilltrees mit den jeweils 5 Zaubern, die man hier hochziehen könnte auf diese Buttons. Und dann gibt es hier noch später die Möglichkeit, die ganzen Rezepte. Hier hat ja vorhin gesagt, Kräuterkunde und so weiter. Ich habe handgearbeitetes Steinschloss bisher erkundet, beziehungsweise erlernt. Und hier kann ich dann, wenn ich jetzt noch die defekte Steinschlosspistole hätte, das kleine Metallrohr habe ich, ihr seht, das ist grün hinterlegt, das ist rot, das brauche ich, dann kann ich mir das handgearbeitete Steinschloss herstellen. Hier gibt es einmal die Möglichkeit, das, was wir erlernt haben und das, was wir gefunden haben an Anleitungen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, etwas zu kreieren. Und dann kommen wir hier unten auf, fehlt mindestens ein Gegenstand. Genau, und davon gibt es halt später extrem viel Zeug und sehr wertvolles Zeug. Hier haben wir noch einen Schrein. Da, der Altar sollte etwas Licht in die Sache bringen. Hier steht, und der Geist Nasruddins wird wiedergeboren auf feurigen Flügeln in Bergen, die der Nebel verhüllt. Und er wird kämpfen gegen den, der böse ist. Der böse ist? Wer ist das? Es tut mir leid, aber das weiß ich nicht. Ich denke, dass wir das lieber herausfinden sollten, wenn wir schon gegen ihn kämpfen müssen. Ich gucke aus besonderem Grund nach unten rechts, weil da passiert nämlich gleich was. Also ich möchte gegenüber Virgil wirklich eine gute Haltung bewahren, deswegen bin ich zu ihm ein bisschen netter. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee, Virgil. Gehen wir. Ja, natürlich. Wenn ich jetzt noch ein Stück laufe, dürfte mir eine Person entgegenkommen. Da ist er. Wir können das mal lassen. Also normalerweise würde man diese Person halt jetzt nicht unbedingt angreifen. Ich werde mich mal ein Stück zurückbewegen. Elfenstadtbewohner, Moment mal, was habt ihr jetzt zu suchen? Guter Gott, Mann, ich habe gerade ein flammendes Inferno überlebt. Wieso fragt ihr, wer seid ihr überhaupt? Was tut ihr eigentlich hier? Ich seid einfach mal so schnell hierher gerannt. Da ich weiß, wer das ist, werde ich ihn einfach mal anlügen. Ich möchte nicht respektlos erscheinen, Zier. Aber ich traue diesem Bastard nicht über den Weg. Verdammter Zufall, dass er gerade jetzt hier auftaucht. Findet ihr nicht auch? Entschuldigt meine Ausdrucksweise, Zier. Was schlagt ihr vor, Virgil? Ich kenne mich mit solchen Mistkerlen, Personen aus. Vielleicht dürfte ich ein paar Minuten allein mit ihm sprechen? Natürlich, Virgil. Tut, was ihr für das Beste haltet. Vielen Dank, Sir. Ich werde das regeln. Ihr da! Was habt ihr eigentlich hier zu suchen? Und was gibt euch das Recht, uns so viele Fragen zu stellen? Ich stelle euch eine einfache Frage. Was treibt ihr zwei hier draußen? Ich bin aus Nebelbergen, einem Dorf nicht weit von hier. Und ich bin Zeuge dieses schrecklichen Unfalls geworden. Es ist vielleicht ein Verbrechen, sich zu fragen, was hier eigentlich los ist. Und hier unten erkennt man schon, dass es ein Elfenstadtbewohner. Gibt es da Elfen in Nebelbergen? Ich glaube nicht. Du willst Virgil das reden. Ach, wirklich? Hör zu. Ich bin selbst aus Nebelbergen gekommen. Es liegt mindestens eine Tagesreise von hier entfernt. Ihr hättet niemals so schnell hierher reisen können. Ich glaube, dass ihr lügt hier. Ja. Ich komme nicht direkt von Nebelbergen. Ich hatte nicht weit von hier mein Lager aufgeschlagen und sah die Flammen. Warum fragt ihr mich aus? Ich habe euch doch nichts getan. Nein, ich glaube nicht, dass ihr mich versteht. Ich stelle hier die Fragen. Und cooler Typ. Eure Antworten gefallen mir ganz und gar nicht. Ich frage euch nur noch einmal. Warum seid ihr hier? Das Gesicht des Mannes nimmt einen kalten Ausdruck an. Ich würde euch raten, nicht in diesem Ton mit mir zu sprechen. Ich habe lediglich eine Frage gestellt und ich erwarte eine Antwort. Er blickt zuerst dich an, dann Virgil. Wir können das hier einfach oder schwierig regeln.
Ich glaube, ich bedeutet kämpfen. Der Mann blickt Wörterschaft an, wendet sich dann dazu und nickt. Ja, das hört sich vernünftig an. Also, warum seid ihr hier? Ich hatte bemerkt, dass etwas nicht in Ordnung war und kam hier, um nachzusehen. Ach, wirklich? Ihr wart also nicht in dem Zeppelin? Was hattet ihr eigentlich überhaupt zu suchen? Ich kann das Gleiche sagen. Ich hatte ein Lager aufgestanden, beobachtete den Abschuss von der Ferne und kam hierher, um nachzusehen. Oder zweifelt ihr etwa an meinen Worten? Sir, das würde ich euch nicht raten. Der Mann beagt euch argwöhnisch. Ziemlich weit draußen in der Wildnis findet ihr das nicht auch. Merkwürdiger Ort für einen Lagerplatz. Seid ihr auf der Jagd oder so etwas? Ich fürchte, also ich möchte mich jetzt verabschieden, ich fürchte, das kommt gar nicht in Frage. Wisst ihr, ich bin hier, um zu sehen, ob es eventuell Überlebende gibt. Mir passt euer Ton nicht, Sir. Geht mir aus dem Weg. Und ihr seht, aua. Und Virgil heilt mich, easy going. Dieser Mann war ein gedungener Mörder. Irgendjemand wollte, dass niemand diesen Zeppelinabsturz überlebt. Ja, es sieht ganz danach aus. Vielleicht hat das etwas mit dem Gnom zu tun. Ja, das könnte durchaus der Fall sein. Wir sollten vielleicht herausfinden, wem dieser Ring gehört. Vielleicht finden wir in Nebelbergen ein paar Antworten. Ja, gehen wir nach Nebelbergen. So, und hier kann man uns schon sehen, hat Ausrüstung dabei. Und zwar dieses Amulett. Auf der Vorderseite dieses Amuletts befindet sich ein eigenartiges Symbol, ein Auge in einem Hexagramm. Und das sind so diejenigen, die versuchen, uns die ganze Zeit zu töten. Ich versuche mal zu... Ich versuche zu speichern. Ich hatte schon mal einmal gespielt gehabt. So. Ups, habe ich das unter neu gespeichert? Nö. Nö. LP. So. Du hast von Preston Redcliffe einen merkwürdigen Ring erhalten. Du versuchst im Augenblick dessen Eigentum. Achso, Preston Redcliffe war das gewesen, ja? Interessant. Der, dem ich uns auch die Kamera gegeben hat, die stand bei Preston oder war bei Preston Redcliffe mit dabei. Okay. Und hier haben wir den Ring übrigens. Du hast die Initialen GB stehen in einer Art Relief auf der Oberseite. Auf der Innenseite des Rings sind die Worte Pi, Scheuler und Söhne eingraviert. Und das zieht sich unglaublich weit, diese Quest. Also theoretisch, ihr seht hier oben hat jetzt... Ihr solltet vielleicht auf eurer Karte nachsehen. Ich glaube, es gibt einen schnelleren Weg nach Nebelberg. Ich glaube nicht, Virgil, ich weiß, was ich tue. Wenn ihr an einem Ort seid, dann habt ihr lediglich diese Karte. Und in dieser Karte könnt ihr euch theoretisch überall hinbewegen dann. Das zeige ich euch später. Das werden wir noch erkunden. Hier ist noch was Wichtiges. Hier haben wir noch eine Höhle, wo eine Quest drin ist. Hier unten sind die Goblins am Lagerfeuer. Hier seht ihr diese kleine Truhe, diese braune. Die ist magisch. Da ist ein magisches Item drin. Was das ist, keine Ahnung. Und wenn ihr außerhalb einer bestimmten Karte seid. Das ist absolut Open World, dieses Spiel. Fast Open World. Habt ihr eine Weltkarte. Und das ist die komplette Welt. Ich glaube, die Berge, über die kommt man auch rüber. Oder kommt man außen rum, wie auch immer. Steinwallgebirge. Nebelbergen wäre hier. Hier könnte man das theoretisch jetzt hinbringen. Katan spielt es noch. Thanatos gibt es noch. Insel der Verzweiflung. Die Wendigrot-Wüste, da müsste hinten irgendwo der Endgegner sein. Die grauen Berge. Hier seht ihr überall Schimmerwald. Die Ebenen von Morbihan. Und das ist eine sehr, sehr interessante Stelle zum Trainieren. Kommen wir aber später hin. Wir gehen jetzt nämlich noch nicht hier lang. Um ein bisschen Erfahrung zu kassieren, gibt es hier unten noch die Möglichkeit, Wölfe zu töten. Mit einer Wolfsmutter. Und jedes Mal, wenn dieser Schuss daneben geht, dann, verkackt man Zeit mit dem Schuss. Zack, zack. Und das passiert am Anfang noch relativ oft. Und man kann dann versuchen, die ganze Zeit von den Viechern wegzulaufen. Ich habe nur noch übrigens 12%, 12 Kugeln, 11 Kugeln. Oh, ich steck fest. Oh, wunderbar. Virgil hat ihn gekillt. Damit konnte man lediglich ein bisschen Erfahrung noch sammeln. Wenn man das möchte. Na, komm. Ich habe lediglich ihr seht hier unten 51% Trefferchance, den Gegner zu treffen. Ah, kritischer Patzer. Ihr habt es gesehen, kritischer Patzer und ich habe Schaden bekommen. So, ich habe keine Dings mehr, keine Kugeln mehr. Virgil muss ihn also alleine killen. Virgil hat nur einen Stab. Das Interessante am Stab ist, ihr habt gerade gesehen, hier unten gibt es eine Mana-Leiste, 20 von 30. Und Virgil mit seinem Kampfstab verringert erstmal die Ausdauer. Und wenn die Ausdauer von 0 ist, geht der Gegner zu Boden. Er ist noch nicht tot. Er geht nur zu Boden, kann sich aber nicht mehr bewegen. Und Virgil tötet ihn dann ganz einfach mit dem Stock, was total geil ist. Das ist mit dem Nahkampf, kann man das machen. Das ist ein Nahkampf-Skill. Ja, hier habe ich jetzt dummerweise keine... Oh, geht weg.
kann halt dummerweise nicht mehr viel machen und ich werde auch mal weggehen. Ich kann, glaube ich, jetzt nicht. Doch, kann ich. Wir gehen mal kurz weg. Ihr seht, man kann sich hier auf der Karte umher bewegen. Wir könnten jetzt theoretisch auch die ganze Zeit zu dieser Stadt laufen, wenn wir das möchten. Das geht, dauert aber halt extrem lange. Gut, meine lieben Freunde, wir machen ganz kurz mal eine kleine Pause. Wir sind in der nächsten Folge wieder von Arcanum. Ich werde das ganz kurz nochmal speichern. So, und dann gucke ich mir nämlich ganz kurz mal die Parts draußen an. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Arcanum. Bis dahin. Ciao, Leute.